verkleidete jukopotamische Prinz. Er versteckt sich vor seiner Alien-Verlobten. Stirb! Ich meine, kick den Ball! Wie könnte ich besser feiern, dass ich meine Spange los bin, als mit einem munteren Spielchen Kickball? Ich höre ein Klingeln in meiner Kasse. Ich schließe dich aus! Oh je, ich glaube, Marc ist ein bisschen sauer. Wie kommst du darauf? Meine Karte. Weißt du, du bist der einzige Freund, den er auf diesem Planeten hat. Du solltest herausfinden, was ihn bedrückt. Das ist zwecklos, vergiss es. Mir vertraut er sich niemals an. Ich vertraue dir mein größtes Geheimnis an. Infolge meines selbstgewählten Exils. Ich vermisse so meine allerliebsten jugopotamischen Feiertage. Die 5 freien Tage von Flark. Ah, na klar. Was ist Flark? Tja, Tammy, ein perfekt grässlicher Tag für die Flark-Parade. Du sagst es, Pultran. Es ist zu schade, dass Prinz Marc die Feierlichkeiten anlässlich der galaktisch schönsten Tage des Universums verpasst. Ja! Erheben wir das geweihte Glas Dünger und feiern die Tage von Flark! Ekel! Oh, sie stoßen ohne mich mit köstlichem Dünger an! Kumpel, wieso reist du über die Feiertage nicht nach Hause? Und da ist des Prinzen zukünftige Frau, Prinzessin Alwut, die seine Rückkehr sehnsüchtig erwartet. Ganz egal, wo du bist, Machan. Ich erwarte dich schon! Voller Gewalt! Yeah. Ein Augenblick mal. Das sieht gar nicht wie Jugopotamia aus. Ja, weil wir Flark nie auf unserem eigenen Planeten feiern. Ja, wir fliegen zu einem anderen Planeten. Hey, die Erde ist ein anderer Planet. Wieso feiert ihr Flark nicht hier? Weil für uns eine gelungene jugopotamische Feier genau das Gegenteil wäre. Flark bedeutet für uns Jugopotamia nicht bloß feiern. Es ist ein medizinischer Zustand. Wenn mein Körper nicht die tolle Stimmung einer authentischen Flaggfeier aufnehmen kann, wird mein Blender platzen. Keine Angst, an der nächsten Ecke ist ein Krankenhaus. Ich muss, ciao. Noch was. Obwohl ich die genaue Funktion des menschlichen Blinddarms nicht kenne, sage ich nur, meiner ist eine intergalaktische Waffe, die auch diesen Planeten zerstören könnte. Also feiern wir den Flag. Ich danke dir, Timmy Turner. Ich wünschte, Marc hätte alles für eine zünftige Flaggfeier. Also, jeder Buchstabe von Flag steht für eine besondere Gestaltung der Feierlichkeiten. Heute haben wir den Buchstaben F.